Hallo, liebe Wahrheitssucher an diesem super sonnigen Samstagmorgen. Ja, habt ihr euch eigentlich auch schon mal die Frage gestellt, was passiert im Jenseits? Wo komme ich hin, wenn ich gestorben bin? Über die Sphären hat man ja schon mal ein bisschen gesprochen. Und geht man zu einem Medium, dann bekommt man ja auch immer in den meisten Fällen gesagt, wie toll nicht alles ist, wie super nicht alles ist im Jenseits, paradiesische Verhältnisse. Deine Verstorbenen sind wunderbar aufgehoben, was auch hoffentlich in den meisten Fällen der Fall ist. Also es ist alles easy. Ja, muss man sich aber doch mal ein paar Gedanken über das Jenseits machen. Das Jenseits ist ja in verschiedene Stufen eingeteilt, wie ihr sicherlich wisst. Und laut diesen Stufen kommen wir mit unserem Bewusstseinszustand in die Sphäre, die diesem Bewusstseinszustand angepasst ist. Soll heißen, es gibt dann im Jenseits nur auf der Sphäre Menschen, die so ungefähr ticken. Ich sag ungefähr ticken wie ich. Und darum gibt es auch auf den Sphären keinen Streit und keinen Kummer, wenn man ihn sich dann nicht selber macht. Jetzt muss man sich überlegen, aber wo kommen niedrige Geister hin? Niedrige Menschen, niedrige Seelen, zum Beispiel Schwerverbrecher, Mörder, mit denen will man ja mit Sicherheit nicht auf einer Sphäre sein. Nein, diese kommen natürlich auch in ihre für sie angepasste Sphäre. Und die kann manchmal schaurig sein. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Ihr müsst überlegen, die Sphären sind ja auch bestimmte Bildungsstätten. In diesen Sphären wird die Seele darauf vorbereitet, auf die nächste Inkarnation und darauf vorbereitet, was sie zu lernen hat, was sie für die Zukunft, für sein neues Leben zu leisten hat. Und ja, also um noch mal genau speziell darauf einzugehen, die Sphären sind Bildungsstätten. Es gibt auch im Jenseits kein Ruhe sanft oder so, ne? Hat man ja alles schon mal im letzten Video besprochen, im letzten spirituellen Tipp. Nein, gibt es natürlich nicht. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Und es gibt im Jenseits die Möglichkeit, wie ich gerade sagte, sich weiter zu bilden. Aber man kommt zurück auf jeden Fall. Und man sollte sich bitte nicht darauf versteifen, dass im Jenseits diese Sphären immer toll sind, immer super sind. Jede Seele lebt dort in Harmonie. Ja, kann man. Ja, man kann das. Natürlich kann ich in Harmonie im geistigen Reich leben. Aber dafür brauche ich auch meine Prüfungen, die ich bestanden habe auf der Erde. Oder meint ihr, ein Mörder oder ein Kriegsverbrecher wird in einer Sphäre eingegliedert, die dem entspricht, was paradiesische Verhältnisse sind? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich denke mir, dem könnt auch ihr folgen und ich freue mich, wenn ihr euch Anfang Mai, am 1. Mai, mein neues Video anschaut. Jenseits gibt es das wirklich, die einzelnen Sphären. In diesem Video erkläre ich mit Botschaften aus dem geistigen Reich von hochgeistig stehenden Lichtboten die Verhältnisse im Jenseits. Es sind insgesamt drei Teile. Der erste Teil eben geht auf die Sphären ein. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal drauf klicken würdet. Denn wir sollten uns, wie gesagt, schon früh genug mit den Verhältnissen anfreunden, die uns einmal erwarten werden. Denn hier auf der Erde sind wir ja alle zusammen mit allen Charakteren, mit allen Arten von Seelen, schlechte Menschen, gute Menschen, wie es dann halt so kommt, haben wir in der Sphäre, in dem Jenseits, in unserer Sphäre natürlich nicht, wie ich eben schon mal angemerkt habe.
Also, ich würde mich freuen, wenn ihr am 1. Mai auf das neue Video klicken würdet. Und wie immer, viel Spaß beim Zuschauen und natürlich viel Erkenntnis.